Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Und ja, damit fangen wir mal weiter an, erstmal zu der Karte zu gelangen. Ich bin gerade ein wenig, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Wo war denn das? Ach so, ja, da wollten wir noch zwei Sachen aufsammeln. Was habe ich denn? Ich glaube, den Schlüssel brauche ich jetzt nicht und das Speicherband auch nicht. Und ja, das nehme ich mal mit. Da habe ich ja oben einen Zombie mit zwei Messerchen im Kopf gelassen. Weiß der Geier, was der von uns will. Schlüssel. Nein, den werden wir schnell brauchen. Ja, okay. Entschuldigung. Dauert aber ewig hier, ey. Na, scheiß drauf, einfach noch weiter nach unten legen. Das wird mitgenommen. So. Natürlich ist es mal wieder mitten in der Nacht, bis auf letzte Folge, da war es halt morgens. Ist jetzt 10 vor 2 Uhr. Ey, du sollst doch hochgehen. Nee, Moment mal, wo gehen wir denn? Nee, doch, das ist der schnellste Weg. Diese Tür, Folge 7. Ach ja, toll, jetzt weiß ich wieder. Gut. Ich war gerade ein wenig, ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil. Oh! Wunderbar. Ich habe meinen Timer mal wieder vergessen zu starten. Nein, wehe. Puh, geschafft. Okay. Dort gehen wir auch noch lang und gucken, was dort ist, aber nicht jetzt. Wir wollen erstmal. Fängt das mit der Steuerung schon wieder an. Alles okay. Dich habe ich vollkommen vergessen. Scheiße. Langsam wird mir unwohl. Hier dürfte aber keiner mehr sein. Okay. Und hier ist auch nichts. Was mache ich denn? Nehme ich die beiden Dinger mit? Ich glaube, die sammle ich auf den Weg ein. Ich nehme jetzt erst nochmal da hinten die Shotgun-Munition, die wir in der letzten oder vorletzten Folge da lassen mussten. Weil wir keinen Platz mehr hatten. Na, möchtest du vielleicht schon? Nein. Wenn ich jetzt gleich aus der Tür wieder raus. Achso, guck mal, du bist doch gar nicht. Ich sag's euch, ich krieg gleich Panik. Krieg ja jetzt schon Panik. So, da war. Natürlich will ich die mitnehmen. So. Ich habe. Mal ganz kurz nachgucken. 15 Schuss plus 53, ja, sollte für die paar Zombies dort reichen. Dort war auch nichts mehr. Jetzt muss ich mal ganz kurz Karte. Oh, leer, schön. Da war die Tür. Ja, fast. So, und wenn der jetzt auftaucht, dann kriege ich leichte Aggression. Das war nur die Kamera. Moment, Moment, Moment. Muss ganz kurz nachgucken. Ich hoffe, das Mikrofon sitzt an der richtigen Stelle. Ja.
Was habe ich? 0 Messer, eine Granate. Ein Zombie können wir damit noch wegsprengen. Es ist unglücklich gelaufen, dass der Assi die 2 Messer gefressen hat. Ich hoffe, die stecken dem noch im Kopf, sodass ich die wieder mitnehmen kann, sobald er aufsteht. Ach, guck mal. Das hätte ich jetzt fast schon wieder vergessen. Ja, mitnehmen. Und mitnehmen. Mir geht's anscheinend auch gut. Das Ding leuchtet nämlich noch blau. Jetzt krabbelt da so eine... Wie heißen diese Mikrofliegen? Diese Mini-Insekten? Na, hallo? Okay, dann halt nicht. Dann erst, wenn ich das nächste Mal durchgehe. Arschloch. Nee, halt, warte. Karte. Och, schön. Oh, nicht so schön. Draußen ist alles leer. Leer. Oh, da ist noch was. Das. Okay. Wie viele Masken hatten wir? Wir haben 2 eingesammelt. Egal, erstmal Sachen wegbringen. Ach, ich hätte auch die andere Treppe da gehen können. Wäre schöner gewesen. Ich krieg jetzt... Ich weiß nicht warum, aber jetzt, wo wir so weit sind, schlägt mein Herz immer schneller. Und ja, ich habe zwar voll Bock aufzunehmen, aber... Ich habe voll Panik. Das Fenster ist bitte... Es ist richtig zu. Tür? Gut. Möchte schon wieder irgendwas Böses passieren. Hallo Chris. Und rein da. Ja, komm. So. Rebecca hat angefangen, die Mondscheinsonate, oder wie sie auch gleich hieß, zu spielen. So, du kommst. Ja, ich habe das jetzt mit Absicht so sortiert, weil ich weiß noch nicht, wie viel rotes Kraut hier noch rumliegt. Auf jeden Fall Wesker, stimmt, den gibt's ja auch noch. So, damit hätten wir 24 Schuss, das dürfte einigermaßen reichen. Wir haben 2 von 4 Masken. Rüstungsschlüssel. Brauche ich den? Weiß ich gerade gar nicht. Warum habe ich jetzt eigentlich mein Heilkraut weggelegt? Das war doof. So, da ist noch was zum Einsammeln. Da werde ich jetzt wohl gleich nochmal hingehen. Da, wo die Rebecca spielt. Da unten in den Keller ist anscheinend auch noch was. Oh Gott, nee. Dann gab es hier noch irgendwo einen Rüstungs... Wie, da ist auch noch eine Tür? Da unten... Die Treppe... Dort ist auch noch eine Tür. Das wusste ich ja gar nicht. Da ist Helmschlüssel, weiß ich nicht. Und da hinten. Nee, wo
Boot hieß nur verschlossen. Okay, ja, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade so lange in die Karte geguckt habe. Habe ich jetzt den... Nein, habe ich nicht. Okay, zurück zur Kiste. Dann... nimmst du das da mit? Und das auch. Und... prüfen. Ein Holzpassport. Keine besonderen Merkmale. Ach, weißt du was? Bevor ich das hier umsonst mitnehme, kommt das wieder weg. Genauso wie der Schlüssel. Ich denke... überhaupt nicht brauche momentan. Und nehme dann doch lieber nochmal ein bisschen Heilung mit. Das ist mir wichtiger. Und zwar das Große. Okay, Akku ist leer, ist fast leer. So. So, falsche Taste zum Rennen. Nee, ich wollte andere Richtung. Ja, und erstmal gegen die Säule laufen. Ich hasse Fenster. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich hasse Fenster. Nein. Sie spielt da immer noch, beziehungsweise übt. Wir gehen jetzt nochmal hier runter und gucken nach, was es dort mit der Tür ist, die ich anscheinend übersehen habe. Stimmt, da ist was. Nochmal ganz kurz hier hinten gucken, war hier was. Ich glaube, ich habe hier, ja wunderbar, ich habe hier alle umgebracht. Alle verbrannt. Aber warum ist hier noch so ein hässlicher Ton? Die ist von der anderen Seite. Gut, jetzt gehen wir zu Rebecca gucken. Ach, wie das einfach hallt, ey. Nein, das ist die richtige Tür. Warum hat es Windgeräusche? Chris! Chris! I think I got it! Practice makes perfect. Huh? What's this? Ja, ich fand's schön und ich muss gerade sagen, die Kleine hat mich gerade erschreckt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ah, ja, gut, dann gucken wir da mal über die Karte. Okay. Aber da muss ich leider sagen, ich weiß, was da passiert. Nichts Tödliches, aber das seht ihr sowieso gleich. Okay, jetzt kommt wieder diese Musik. Das finde ich gar nicht so witzig. Ich muss noch mal ganz kurz zu unserem Freund dort gucken gehen. Das interessiert ihn einfach nicht. Musik! Und die Uhr mitnehmen.
Dich möchte ich nur mal ganz kurz ansprechen. Be careful, Chris. Okay. Das würde ich ganz gern mal. Die Außenränder sind aufgrund der wiederholten Anpassung ganz abgenutzt. Also an mir liegt's nicht. Aber. Hey, was liegt denn da? Trevors Tagebuch. 11 Tage sind vergangen, seitdem ich auf diesen Anwesen eintraf. Wie bin ich hierher gelangt? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein... was? Kärgliches Mahl und ich sagte, ich bedauere, dass ich ihm das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt ergibt es Sinn. Nur 2 Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses. Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es zu gefährlich, meine Familie. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa. Ich bete für eure Sicherheit. 6. November 1967. Oh, ich hab's erst. Achso, stand doch vorher gar nicht dran. 24. November. Okay, Entschuldigung. Geht sofort weiter. Wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren. Mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht es viel schwerer, von diesem Ort zu entkommen. 13. November, der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur 3 Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen. Ich wünschte, ich wäre bei ihnen dort geblieben. Was, dort? Was? Ich wünschte, ich wäre bei ihnen dort. Aber nein, ich entsinne mich. Kurz vor meiner Ohnmacht sagten die Männer in Laborkittel etwas wie, wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon... Bete für ihre Sicherheit. 27. November. Irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen, aber aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganzen Fallen umgehen. Tigeraugen, Goldsymbole. Ich darf nichts vergessen. Das darf ich nicht vergessen. Entschuldigung. Hab's gerade irgendwie nicht so. So, damit. Okay, ja. Eine Falle haben wir schon gesehen. Bei dem, wo wir den Schlüssel geholt haben. Boah, Alter, die Nase juckt aber gerade auch echt heftig. Gold-Symbol mitnehmen, ja. Huch. Ja, wie gesagt, nichts Tödliches. So. Und, ja, okay, dann, reden wir halt nicht mit Rebecca durch die Wand. Ja. Achso, ja, Entschuldigung. War ja so. Verwenden. Und ja, um da jetzt einmal reinzugehen, das Ding zuzumachen, das war mir. Kann ich noch ganz schnell prüfen? Steht leider nichts drauf. Steht einfach dasselbe. Okay. Halt. Nein. Bist du wohl? Das hört sich aber komisch an. Okay. Were you all right in there? Yeah. Okay. Moment. Karte. Ah, leer. Schön. Rebecca sieht besorgt aus.
Da ich ja hier nichts mehr zu suchen habe, kann ich auch rausgehen. Ja. Nein. Und ab jetzt sind wir definitiv weiter als in meinem privaten Spiel. Und jetzt wird's interessant. Das wollte ich doch gar nicht. Verwenden. Ein Bild von zwei Rittern im Kampf. Das kurze Schwert steckt dem Ritter in der Brust. Was steckt in der Brust eines Ritters? Das lange hat den Kopf des anderen durchbohrt. Ja. Die beiden. Was, wenn die beiden aneinander gestochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Ach, guck mal da. Helm, Schild, Schwert und Rüstung. Anscheinend können sie die Räder im Uhrwerk drehen. Ja, okay. Ausprobieren. Ja. Welches Rad möchten sie drehen? Groß. Welche Richtung? Links. Nein. Es ist nichts passiert. Vielleicht hat das etwas mit dem Helm, das Schild, dem Schwert zu tun. Ja. Okay, wer war das? So, welches Rad? Groß. Und dann. Nein. Komm. Ich hab's jetzt verstanden. Ja, welches? Ach, klein war das. Dann links wieder hoch. Ja, nein, es ist nichts passiert. Ja, ich weiß. Und jetzt? Schicksal anscheinend. Ausprobieren, ja. Welches Rad möchte ich? Groß. Rechts. Nein! Ja. Ah, so. Okay. Keine. Okay, ich hab's gleich. Ja. Groß. Rechts. Ja. Nein! Oh Gott, Alter. Ich krieg Ausraster. Oh ja. Oh Gott, Alter. Das... Nein! Okay, konzentrieren. So. Ausprobieren. Ja, welches Rad? Groß. Rechts. War das richtig? Nein. Ja, war richtig. Hausschlüssel. Mitnehmen, ja. Interessant. So, Hausschlüssel. Prüfen. Ein Schild. Okay. Das ist, Panik. Ich habe einen neuen Schlüssel eingesammelt. Das bedeutet, ich komme jetzt weiter im Spiel. Was allerdings auch wieder heißt... Zombies werden wahrscheinlich noch schlimmer.
Scheiß drauf. Augen zu und durch. Jetzt habe ich gerade ernsthaft 5 Minuten mindestens bei dieser scheiß Burg verbraucht. Wehe. Es springt hier nichts mehr durchs Fenster, ey. Und durch das nächste dort auch nicht. Hallo Chris. So. Rüstungsschlüssel. Sie brauchen den nicht mehr ablegen. Ja. Oh, das ist aber schön. Ich hasse Raben. Das ist das nächste, was ich nach Fenster hasse Raben. Der Titel lautet: Bring das wahre Licht zu den drei Geistern. Okay, da leuchtet was rot. Das Bild eines Helden mit Armband. Es liegt hinter gelbem Glas. Da ist ein Schalter drücken? Ja. Das Bild des Helden hat sich orange gefärbt. Ist das nicht eher rot? Verstehe nicht so ganz. Okay, das Bild eines Weisen mit einer Halskette. Es liegt hinter rotem Glas. Lass einen Schalter drücken. Das Bild des Weisen hat sich rot gefärbt. Okay, ist das jetzt richtig? Das Bild eines Heiligen. Ist das gerade ein Rabe? Mit einer Krone. Es liegt hinter gelbem Glas. Sich orange gefärbt. Es ist ein lebendiger Rabe. Ist das da? Bild einigen Heiligen mit der Krone. Es liegt hinter gelbem Glas. Da ist ein Schalter drücken. Ja. Sich grün gefärbt. Einer Krone. Es leuchtet jetzt grün. Dort ist ein Schalter drücken. Ursprüngliche Farbe, okay. Ah, guck mal. Dort Armband, okay. Armband orange. Das Ding auf dem Kopf grün. Und dort war die Halskette. Die kann ich nicht erkennen. Na. Leuchtet rot. Dort ist ein Schalter drücken. Sich weiß gefärbt. Okay. Schalter drücken, grün. Kannst du mal bitte die Fresse halten? Ach so, blau. Lisa, geschützt von drei Geistern. Das Bild einer Frau, Armband, Halskette und Krone. Der Unterrand ist sein Schalter. Drücken? Ja. Sterbe ich jetzt, Alter? Nein. Oh, Alter. Fickt euch. Ich hätte vielleicht rausrennen sollen. Wir winnen. Fickt euch. Tschüss. Nein, geht weg. Hässliche Scheißviecher, ey.
So. Okay, wie das Rätsel geht, werdet ihr mir wahrscheinlich in den Kommentaren verraten, wenn ich es in der nächsten Folge versuche herauszufinden. Denn diese Folge ist so gut wie vorbei. Und noch viel schlimmer. Und nochmal, hallo. So, okay. Viel schlimmer ist, während ihr das wahrscheinlich gerade in die Kommentare schreibt, habe ich wahrscheinlich schon das gelöst und habe herausgefunden, wie das funktioniert. Ja, ich sage dann in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen rauf. Wenn nicht, dann einen Daumen runter. Aber bitte auch einen Kommentar schreiben zur Verbesserung. Ja, und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo da, wenn ihr wollt. Sonst eben nicht. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.